bin ein wenig nervös, weil Hannah mich diesmal im Stich lässt. Man sich nicht mit vor die Kamera traut. Jetzt geht's auf einmal, ne? Jetzt geht's. Nimm die mal weg. Okay, ich hatte mal am, hier steht's, 3. Februar angekündigt, ein Q&A zu machen. Es ist mittlerweile Juli. Aber ich habe jetzt die Kamera ausgeliehen, wo ich mich auch selber sehen kann und ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Zu Beginn, ich starte noch eine Verlosung für 1,5k Abonnenten oder Followern auf Instagram. Nicht zeigen, das wird eine Überraschung. Ja, es ist halt ein Abonnenten-Special, deswegen ist es logisch, dass man Abonnent sein sollte. Ich fange mit den etwas aktuelleren Fragen an, dann gehen wir zu den älteren. Und zwar die erste Frage ist von Winterlife Sunshine. Wieso genau Birthday und kein anderes Pony? Ja, eine winzige Geschichte eigentlich. Ich habe erst ganz viele andere Ponys da aus der Halle rausgeholt bei Bill. Und dann wurde mir aber immer, wir hatten jemanden dabei, der sich halt recht gut auskennt und ich wollte halt wenig Kosten haben. Und die Ponys, die ich immer optisch ansprechend fand, waren dann halt gerade die Ponys, die sehr schlechte Hufe hatten. Und dann hat mir diese Person auch immer gesagt, so, nee, da wirst du viel investieren müssen drin. Und dann bin ich halt einfach nur noch so durch die Halle gelaufen, habe halt geguckt, dass da keine Puschel dran sind, also dass es kein Tinker ist. Und habe halt auf die Hufe ein bisschen geachtet. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich gesagt habe, den und den will ich haben. Und dann habe ich halt auch irgendwann mal hochgeguckt und dachte so, okay, gut, der ist hübsch schon. Ne? Und dann hatte ich auch Pear dabei und ja, dann den Bass dabei. Und dann fand ich den halt auch selbst mega hübsch. Und ich fand ihn halt toll, weil der halt auch irgendwie einen kleinen Schuss weg hatte. Und das hast du ja auch noch ein Video gemacht. Ja, habe ich aber eigentlich alles schon mal erklärt. Hat sie nochmal eine Frage gestellt und warum überhaupt ein zweites Pony? Er hatte doch Palmino. Das hatte ich auch mal beantwortet, deswegen jetzt die Kurzfassung. Ich hatte Palmino eine Weile alleine stehen und das ist ja nicht so gut für Pferde. Und deswegen habe ich halt ein zweites Pferd dazu geholt, was eigentlich anfangs ein Beistellpferd sein sollte, bis ich so gehandelt habe mit meinen Eltern auf dem Pferd, wo man sich gerade draufsetzen kann. Dann wurde es zu Connor, der auch perfekt für meine Größe ist, aber hochgehandelt. Ehemalige Bale-Ponys. Wieso ein Bale-Pony und kein ausgebildetes Pony? Weil ich halt, wie gesagt, so eine Jane im Blick hatte und mich eine Bekannte draufgebracht hatte. Und deswegen habe ich mir das angeguckt und habe dann halt Connor da gefunden und mich in den verguckt. Deswegen halt bin ich auf Bale hängen geblieben. Weiter eine Frage von ihr. Willst du Connor mal auf Turniere gehen? Vielleicht, wenn wir irgendwann mal so weit sind, aber reiterlich sind wir, wie gesagt, noch nicht ganz so weit. Und wenn überhaupt, dann Springturniere, glaube ich, weil Dressur ist halt nicht so ganz mein Fachgebiet. Noch eine weitere Frage von ihr. Wie viele Schabracken hast du? Ich glaube, ich habe 6. Davon habe ich 3 Eskadron-Schabracken. Die Ice Blue, die Heritage und die schwarze Eskadron, ja. Ja, 3. Winterlife Sunshine hat auch noch eine Frage gestellt. Willst du mal einen Dressursattel für Connor haben? Ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, Vielseitigkeit deckt halt irgendwie beides ab, Springen und Dressur. Und da ich halt in der Dressur jetzt nicht so weit und mich auch nicht so weit bilden will, deswegen ja, eigentlich nicht. Ehemalige Wildponys hat noch eine Frage gestellt und zwar: Wann hat Connor Birthday? Also, er hat am 4. August und wird jetzt dieses Jahr 6. Ehemalige Wildponys. Oh mein Gott, die hat so viele Fragen gestellt. Was habt ihr alles so am Stall? Wir haben eine Führanlage, wir haben einen Platz und eine Halle. Shana SDR hat gefragt, wie kamst du auf den Namen Connor? Mit OR. Mit OR, ja. Es ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar hatte ich wollte den Namen sowieso nicht behalten. Ich fand den nicht schön. Und dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, wie kann ich den denn nennen? Und dann kamen Leute so, denen ich Bilder von denen gezeigt habe. Ja, der sieht voll aus wie ein Indianer-Pony. Ich so, ja, ist wohl was dran so. Und ich habe früher mal ein Spiel gespielt. Ich bin jetzt nicht groß der Zocker, aber ich habe das einzige Spiel, was ich gespielt habe, ist Assassin's Creed 3. Und da gibt es einen Assassin, um den es sich dreht, der heißt Connor und der war ein Indianer eigentlich. Und deswegen habe ich ihn Connor genannt. Das ist halt ein Freiheitskämpfer und irgendwie hat das irgendwie mit seinem Charakter übereingestimmt. Nochmal ehemalige Bill-Ponys.
Hast du dir Connor selbst gekauft oder haben dir deine Eltern einen Pony gekauft? Und wenn deine Eltern, wie konntest du die überreden? Ich habe ihn mir tatsächlich selber gekauft, also preislich habe ich ihn bezahlt. Dennoch stand er halt bei uns zu Hause und eben weil mein Palomino da alleine stand. Und ich habe viel Überredung gebraucht, mir überhaupt einen Shetland-Pony oder einen Esel dahin zu stellen. Da hat meine Mama erst sehr spät eingewilligt. Und weil sie halt auch gemerkt hat, dass Palomino halt ein bisschen depressiv wurde, sagen wir es so. Ich habe es halt an ihm gemerkt, habe da ein bisschen rumgeheult. Dann meinte ich, okay, wir gucken, ihr könnt es ja mal gucken. Das heißt ja noch nicht direkt kaufen. Dann haben wir uns halt kleine Ponys angeguckt und das wurde dann zu Bale und dann habe ich halt Connor geholt. Mal jemand anderes, Junkan, Bale Friends. Wie viele Schabracken hast du? Welche ist deine Lieblingsschabracke? Ich habe wie gesagt 6 und meine Lieblingsschabracke ist diese rosane von Escalon. Heritage. Ja, die finde ich halt toll. Die habe ich von meinem Freund, meiner besten Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Herzenspony Lola hat mich auch schon oft verteidigt, oder gut verteidigt. Fragt, was ist deine Meinung zu Junkan während den Verkauf von Pony, oder Verkaufsponys dort? Ist das jetzt gemeint von den Ponys, die verkauft wurden, oder den Verkauf, dass sie lediglich verkaufen? Also, ja, Bale, alle Ämter, jeder Reiterhof, der Massentierhaltung betreibt, ist halt jetzt nicht so mein Favorit. Ich meine, ja, ich bin auch 8 Jahre lang auf Ruhr gewesen. 8 Jahre? Ja, 8 Mal. 8 Jahre hintereinander. Auf Ruhr gewesen und war als Kreiskind halt natürlich mega begeistert von diesem Hof. Ich habe geheult, wenn ich da weg musste und habe mich so in diese Pferde da verknallt. Aber im Grunde ist, wenn man mal erwachsener wird und drüber nachdenkt, ist es halt nicht so optimal für Pferde. Deswegen bin ich über jedes Pferd froh, dass da verkauft wird. Aber dann kommen auch immer wieder neue rein. Es geht nicht, dass man sich um jedes Pferd da kümmert. Das ist halt nicht möglich. Aber ich frage mich halt immer wieder auf Connor bezogen, wie er es überlebt hat. Weil ich habe grundsätzlich auch das Argument gehabt, dass Connor sehr wetterfest sein muss und sehr viel abhaben kann, wenn er doch da fast jährlich, also ganz jährlich aus dem frei steht, auf der Wiese oder auf dem Feld. Und als er dann bei mir war und es nur ein bisschen gefieselt hat, stand das Pferd da so zitternd auf dem Paddock, dass ich gedacht, oh Gott, was hat der jetzt in der Schwanzwand oder was? Nee, ich musste den halt komplett eindecken und das war so ein Sensibelchen. Also, Spritzen war halt absolut nicht möglich. Ich habe gehört, dass Bill die Pferde auch teilweise mit Hofdruckreinigern abspritzt, deswegen ich verstehen kann, dass da so viele Wasserpferde Probleme mit Wasser haben. Was Connor jetzt eigentlich absolut gut macht, haben wir überwunden, aber es ist halt dann auch komisch und er war auch total abgemagert, der war so rangniedrig. Ich frage mich, wie der da überhaupt an Futter gekommen ist. Ehemalige Bale-Ponys. Ich glaube, ich würde diese Folge nur über sie. Wo hast du reiten gelernt? Ich habe in Längerich auf einer Reitschule reiten gelernt. Aber die Grundbasics richtig reiten gelernt habe ich auf meinem eigenen Pferd, auf Palomino. Und auf meinem, da quasi Pflegereitbeteiligung. Ich habe nicht viel bezahlt. Ich bin auf Pferde gerissen, die den Schuss weggeritten. Ich bin auf Pferde geritten, die den Schuss weg haben. Und die haben mich dann quasi gelernt, drauf zu bleiben und durchzusetzen. Ich habe halt da mit 10 schon komische Pferde geritten. 9, Line 9. Wie alt ist Connor? Beschreibe ihn in 3 Adjektiven. Connor ist 6, habe ich ja schon gesagt. Und, 3 Adjektive durchgeknallt. Ängstlich. Baby. Aber das ist kein Adjektiv. Babyisch. Babyisch. Lea sitzt. Setz. Was für Ziele mit ihm hast du schon erreicht und was möchtest du mit ihm erreichen? Erreicht habe ich, dass er nicht mehr von mir wegrennt, weil er damals von mir weggelaufen ist, wie vor jedem anderen mittlerweile oder auch vor einigen immer noch. Und was ich mit ihm erreichen? Ja, putzen, alles. Es gibt so viele Ziele, die ich erreicht habe. Einfach, dass ich sein Vertrauen erlangt habe, ist ein riesiges Ziel gewesen. Und weiteres Ziel ist, weiterhin in der Freiarbeit weiterzukommen. Trickarbeit, ich möchte ihm unbedingt das Liegen beibringen. Wir sind ja mittlerweile erst beim Knien. Erst, also schon Fortschritt gewesen. Aber ja. Anna SHD unterstrich, wie genau hast du Connor bekommen und wo kommt er her? Ich glaube, es ist jemand, der Bill nicht so besonders kennt. Erklärt habe ich schon mal, wie er zu mir gekommen ist. Muss schon mal in anderen Videos mal gucken.
Kannst du auch mal versuchen zu verlinken. Und woher kommt er her? Von dem Ferienhof Jokambeel, liegt im Emsland. LittlePrincess.April fragt, wieso bist du hässlich, also wieso bist du zu hässlich für dein Pferd? Kann man nichts dran ändern. Ehemalige Bellponys noch einmal. Wie alt bist du? Ich bin 19. Nächste Frage, HTTP, Jokambeel, wie groß ist Connor? Connor ist 1,46. Noch eine weitere Frage von ihr. Wolltest du von Anfang an einen checken oder hast du bestimmte Fellfarbe im Visier? Ich mag checken. Checken. Ich wollte einfach nur kein Schimmel. Was hole ich mir? Einen checken, der zu 80% ein Schimmel ist. Ist mir auch später erst aufgefallen, aber ich wollte zumindest keinen Schimmel mehr haben, weil, wie gesagt, ich hatte schon mal einen und die sind schon eigentlich so schwer sauber zu machen. Noch einmal eine Frage von ihr. Welche Vorstellung hattest du, als du nach Beel zum Probereiten gefahren bist? Warst du dir von Anfang an sicher, wie dein Pony ungefähr sein sollte oder hast du es auf dich zukommen lassen? Ich bin nach Beel gefahren wegen einem bestimmten Pony, diese Jane. Also hatte ich schon diese Jane im Kopf, aber ansonsten, nein, hatte ich kein gewisses Pony im Kopf. Hast du es einmal eine einzige Sekunde bereut, Connor gekauft zu haben? Ja, ich bin ehrlich, ja, habe ich. Es gab halt eine Zeit, wo er seine Trotzphase hatte und auch der ganze Hate war, also das kam irgendwie gleich. Connor hat sich bei mir echt dumm angestellt am Anfang, war ein übelstes Arsch. Und dann kam jetzt, du kommst mit dem nicht klar. Also der Hate hat wirklich sehr heftig auf mich eingewirkt, obwohl man das eigentlich zugeben sollte. Mittlerweile komme ich damit klar, ist alles cool so. Aber ich habe es unterschätzt, sagen wir es so, ich habe es sehr unterschätzt. Was viel schlimmer ist als das Steigen, war das Treten nach mir. Er hat sehr oft nach mir getreten und zwar, anfangs kannte er das Longieren nicht und er kam immer wieder rein und ich habe ihn rausgeschickt. Da war er immer sehr angepisst auf mich und hat einmal wirklich haarscharf an mir vorbeigetreten, auf Rippenhöhe, und er hat mich halt gestriffen. Hätte er mich getroffen, hätte ich locker 2 oder 3 Rippen gebrochen gehabt, weil das war echt heftig. Sie fragt auch, wann kommt Emily dich wieder besuchen? Right back. Besuchen wir uns gegenseitig? Ich habe noch nie den Ausdruck, besuchen wir uns gegenseitig. Sie fragt auch, wie findest du Barry? Also ich finde den Barry ein bisschen unbequem. Ich bin den ja dreimal galoppiert und bin auch erst dreimal runtergefallen. Ja, ich habe mir meine wohlbekannte Leggings angehabt. Ach Gott, bin ich rumgerutscht. Keine Ahnung, ich habe mich eher darauf konzentriert, dieses Pferd drauf zu sitzen, als dieses Pferd zu halten. Und dann ist die Emily mit Connor nebenher geprescht und Barry dachte sich so, ich kann auch. Und ich dachte so, oh mein Gott, wirklich jedes Mal. Danke dafür, Emily. Ich frage auch, was war das Geilste an dem B-Wochenende im Oktober? Was war das Geilste? Nee, das Coolste irgendwie war, keine Ahnung, auf diesem Hof zu sein und dauernd zu hören, ist das nicht Birthday Boy? Ey, ich schwöre, das ist Birthday Boy. Ist das nicht die von Birthday Boy? Hä, das ist doch diese Anna. Oh mein Gott, da ist Palmino. Ich habe es überall gehört, aber niemand hat mich angesprochen. Niemand. Als wir Tagesgast waren, hat mich genau eine Person angesprochen. Eine. Und eine, die mich nicht leiden kann. Sprecht sie einfach an. Sie beißt nicht. Wie gesagt, ich bin vom 21.07. bis zum 28.07. auf Ryan Bike und da haben schon einige gesagt, ich soll rüberkommen. Ich werde wahrscheinlich am 22. einmal rüberkommen, also wenn jemand da ist, ich bin ansprechbar. Jussi Loves nochmal hat gefragt, was war dein schönster Moment mit Connor? Schönster Moment mit Connor? Es gibt viele schöne Momente, aber wirklich, wo ich richtig stolz war, war, als wir auch auf Beel waren. Und ich habe selten Angst auf Pferden. Und schon eigentlich gar nicht auf Connor, aber meine Meinung von ihm war so beeinflusst durch die Medien und durch die Leute, die bei ihm berichtet haben. Und ich hatte ihn ja schon eine Weile, aber dennoch hatte ich halt Angst, dass er seine alten Verhaltensmuster hinlegt. Und dann sind wir kurz vor der großen Euro gewesen und mein Herz hat so gepochert. Ich habe echt überlegt, drehe ich jetzt um, weil ich Angst habe. Ich dachte so, wenn ich sowas habe, dann denke ich mir so, nee, du ziehst das jetzt durch. Und mein Argument in meinem Kopf war, hier ist weicher Boden. Sehr positiv, ich weiß. Aber er hat nichts gemacht, er ist nicht gestiegen. Es sind andere Pferde, haben gesprengt. Wir wurden nach vorne gepackt, so Barry, Birthday Boy und so all die Pferde, die sprengen könnten. Da die Angst hatten, dass unsere Pferde sprengen. Und keiner von denen hat gesprengt. Die sind alle von hinten losgeprescht und ich habe Connor halten können. Das war wirklich
Da war ich mega stolz auf uns beide. Zoe.gbr fragt, würdest du wieder ein Pferd von Junkern Bill kaufen, beziehungsweise würdest du es empfehlen? Hat sie das Geld dazu? Es ist halt die eine Sache, dass es sehr teuer ist, sage ich so. Einige Pferde sind überteuert, die anderen gehen wieder, also ist okay. Ich glaube schon, dass ich mir nochmal eins holen würde, aber ich würde genauer darauf achten, wie die gesundheitlichen Verhältnisse sind, weil ich anscheinend echt einen Glückstreffer hatte. Zum Beispiel die Kim mit dem Bacari hatte so viele Kosten auf sich zukommen. Ob es Zähne oder eine Krankheit etc. Es waren so viele Sachen, die der hatte. Und er wurde als gesund verkauft. Also da würde ich echt enorm aufpassen. Empfehlen kommt drauf an. Ich würde es natürlich empfehlen, weil ich immer wieder froh bin, wenn Pferde weg sind, verkauft sind. Auf der anderen Seite würde ich es nur den Leuten empfehlen, die sich wirklich so besser zumasten würden. Ich weiß, dass es von vielen wie eine Bildponys, wie eine Rasse oder eine Art dargestellt werden. Aber man muss einfach vergleichen. Bildponys sind keine Rasse. Ja, sie sind verritten. Ja, sie werden scheiße behandelt. Größtenteils. Aber es geht auch sehr auf diese charakterlichen Züge von den Pferden an. Zum Beispiel ist was ganz anderes, ob das jetzt ein sensibler Birthday Boy ist, der mal Halfterpony war, oder irgendein Tinker, der eh alles über sich ergehen lässt. Es ist unterschiedlich und deswegen finde ich diese Hates oder Kommentare darüber, wie schlecht sich mein Pferd oder wie schlecht sich generell Bildponys anscheinend entwickeln, die es vielleicht ein bisschen schwieriger im charakterlichen Sinne haben, ich finde es einfach ungerecht. Und dass dann Leute sind, die ein Bildpony haben, die vielleicht einfacher ist, mit diesem Stress auf Bild besser klarkamen und sich schneller beruhigt haben, ist einfach nicht damit zu vergleichen, was andere Pferde, die sensibler sind, was das da ausmacht. Ich finde, man kann die einen Leute zwar loben, klar, dass das Pferd sich so schnell reiterlich entwickelt etc. In einem Jahr, aber es gibt auch Leute, die, wie mich, die ein Jahr lang an dem Vertrauen dieses Pferdes arbeiten mussten und dann zu hören bekommen, wir haben nichts gemacht oder reiterlich hat sich nichts verändert, ja, sorry, geht halt nicht so schnell. Fia-Cosplay, meine Schwester nebenbei. Okay, here we go again, warum bist du so dumm? Sie hat es schon mal versucht unter meinem letzten Q&A, da habe ich sie leider Gottes vergessen. Ich bin dumm, weil ich dumm bin. Liegt in der Familie. Palomino.power fragt, magst du Palominos? Ja, einer meiner Lieblingsfellfarben. Lea, ich glaube, jetzt kommt die bekannteste oder, glaube ich, interessanteste Frage für jeden hier. Lea.gsler fragt, du meinst irgendwie, dass du Palomino abgeben musst. Kannst du das erklären, warum? Oder habe ich das falsch verstanden? Palomino steht jetzt ungefähr seit Februar bei meiner Schwester. Mir wurde schon vorgeworfen, dass ich Palomino abgegeben hätte, weil ich Connor bekommen habe, was absolut nicht stimmt. Ich bin enorm traurig drüber. Die Wahl stand zwischen komplett verkaufen und an meine Schwester abgeben. Da war halt das Ding, ich kann ihn ab und zu besuchen, aber ich sehe ihn halt jetzt nicht so regelmäßig und ich habe auch nicht mehr so die Handhabung über ihn oder ähnliches. Ich habe viel Herzblut in dieses Pferd reingesteckt, habe ich kontrolliert und regelmäßig um ihn gekümmert, habe ihm viele Sachen beigebracht, er hat mich geprägt, ich habe ihn wahrscheinlich auch sehr geprägt. Ich finde es schade, aber Nenita kümmert sich auch verdammt gut um ihn, er ist echt gut. Die Gründe waren meiner Meinung nach nicht ganz verständlich, es war wie gesagt familiär und es kam durch Streit zustande und ich bin dieser Person auch heute noch extrem sauer. Der einzige Trost für mich war einfach, dass ich Connor noch hatte. Und ja, also Palomino ist mir echt sehr, sehr wichtig. Und jetzt habe ich Connor und an dem werde ich auch noch sehr lange arbeiten. Ich glaube, hätte ich ihn nicht, hätte ich mit dem Reitsport auch aufgehört nach Palomino. Vicky-X0, wieso findest du Ruhe besser als Bill? Und beziehungsweise, wieso bist du damals immer nach Ruhe gefahren und nicht nach Bill? ich kannte Bill zwar, aber ich wusste nicht viel darüber. Und sagen wir es so, ich kannte Ruhe durch eine Grundschulfreundin, ja, aber das ist schon her. Und ich bin das erste Mal mit 9 oder 8 dahin gefahren. Ja, passt wohl. Und auf Ruhe, sagen wir es so, ist es sehr lästerisch. Und zwar hat man Bill immer sehr schlecht geredet. Und auch wenn die einem entgegenkam, wurde immer sehr... Davor immer gesagt, da ist Bill und ja, grüßt mal sehr freundlich. So. Nächste Frage, oder beziehungsweise Tell. Trifft dich der ganze Hate eigentlich? Hoffe nicht.
Momentan nicht mehr. Natürlich sind da so ein, zwei harte Tales bei. Gerade kamen irgendwie auch die einigen ein oder zwei Hater aus ihrem Loch gekrochen und meinten wieder großen Stress zu schieben. Klar, verletzend, wenn man etwas hört wie: Mein Pferd würde bald unter mir zusammenklappen, mein Pferd den Tod wünschen, mir den Tod wünschen, ist einfach eine Sache, die nicht geht. Ich finde es absolut asozial und widerlich. So kindisch vor allem teilweise ausdrücken, ich finde es wirklich, weiß ich nicht, ich habe da kein Verständnis für und das geht größtenteils mir so, aber auch vielen anderen. Dann noch lieber mit oder ohne Pferd reiten? Ob ich lieber mit oder ohne Pferd reite? Bei Connor ist es definitiv ein Mit. Generell bei bequemeren Pferden auch wohl ohne. Aber eigentlich würde ich ja sagen mit. Letzte Frage, wer ist schneller? Connor oder Es ist halt echt schwierig. Der eine hat den anderen schon überholt, etc. ziemlich gleich schnell. Aber ich würde schon sagen, dass Connor ein Tick weit schneller ist. Aber ansonsten ist es wirklich sehr knapp und ziemlich gleich auf. So, ich habe euch ja noch eine Verlosung. So, ich habe euch ja noch eine Verlosung versprochen und zwar verlose ich dieses super tolle Eskadron-Halfter. Kann nicht genau die Farbe sagen, welche das war, aber es ist zumindest blau. Auf jeden Fall verlose ich dieses wunderschöne P2-Halfter. Also P2, für die, die es nicht wissen, ist zwischen Pony und Cob. Okay, die einzigen Be Um diesen Halfter zu gewinnen, müsst ihr, da ein Abonnenten-Special für meine Instagram-Seite ist, mir auf Instagram folgen. Und ihr müsst meiner Partnerseite Little Princess April folgen. Ich werde sie dann unter meinem Beitrag auch nochmal markieren. Oder auch den Link hier unten in die Videobeschreibung nochmal packen. Und zwar ist die Bedingung, dass der Gewinner derjenige sein wird, der auf meiner Instagram-Seite am aktivsten ist. Und zwar werde ich dieses Halfter schon in einer, ich würde sagen, in einer Woche verlosen werden. Und ich werde dann den aktivsten oder mir meist auffälligsten Follower dieses schöne Halfter hier dann zuschicken. Ich wünsche jedem viel Glück und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.